erste Mal oder was? Alter, was geht hier ab? Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache so eine Videoreihe auf der Suche nach einem Abenteuer. Heute ist Teil 1. Und zwar nehme ich euch einfach mit, wenn ich mal wieder Bock auf Motorradfahren habe, was relativ oft ist, und ich einfach ein bisschen in der Gegend rumtingel und guck, was es so hier für Herausforderungen gibt, was man hier so bewältigen kann. Und hier ist jetzt die erste Herausforderung. Wir haben heute optimales Wetter zum Trainieren. Macht jetzt nicht so Spaß, weil man halt überhaupt keinen Grip irgendwie hat, ne? Mit Regen ist sehr, 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 sehr schwierig. Aber das macht es uns umso leichter, wenn es dann halt trocken ist, auf die Gegebenheiten zu reagieren. Weil so bei Nässe, muss ich sagen, ist absolute Katastrophe. Schlamm auch nochmal dazu. Aber das macht uns nur besser. Ich habe am Anfang, als ich das Motorrad gekauft habe, bin sehr viel bei Regen gefahren. Was mir dann aber natürlich relativ schnell die Grenzen aufgezeigt hat, weil mein Vorderrad relativ oft weggerutscht ist oder ich auch irgendwelche Berge nicht mehr hochgekommen bin, weil ich einfach keinen Grip am Hinterrad hatte, keinen Vortrieb. Und dann bist du natürlich da am Pfeilen ohne Ende mit Körpergewichtsverlagerung und. Ja, und dann bin ich eine Woche später nochmal hin, war es trocken und dann bin ich da einfach so hochgefahren. Aber ne, ihr wisst, was ich meine, man muss dann fahrerisch umso viel besser sein, dass man da auch noch durchkommt. So, lange Rede, gar keinen Sinn. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier durchkomme. Ihr seht, das ist sehr nass. Es steht auch ein bisschen unter Wasser. Das wird wahrscheinlich so enden, dass ich da gleich reinfalle. Das will ich aber natürlich nicht. Deswegen suche ich mir mal ganz kurz noch eine Linie aus. Also, wenn es gut läuft, haben wir hier eine Linie. Hier eine Linie. Ein bisschen mit Schwung rein, weil da könnte es ein bisschen tiefer sein. Dann ein bisschen Rasen wieder, was auch nicht viel Grip ist. Und dann einfach versuchen, dieser einen Linie da zu folgen. Und dann zu hoffen, dass das da hinten nicht zu tief ist. Ja, dann bin mal gespannt. So viel Anschwung wie geht, weil ab da werden wir gleich richtig einsinken. Wie gesagt, ich habe nur Mischbereifung drauf, weil Reise-Enduro, jetzt mal sehen. Ey. Also übrigens, ich hoffe, das letzte Video hat euch gefallen. Ach komm, ist jetzt scheißegal. Ich will hier nicht immer so viel reden. Diese Videoreihe ist eigentlich dafür da, um zu machen. Boah. Nicht zu viel Gas, ein bisschen erklären kann ich trotzdem. Nicht zu viel Gas, weil sonst ist nur am Hinterrad durchdrehen. Boah, ist das tief, ey. Egal. Oh, nicht egal, egal. Egal. Mal sehen, ey. Das wird jetzt spannend, ey. Vor allem muss ich noch ein bisschen nach rechts ziehen gleich. Oh, was wir auch machen könnten, ist hier. So, jetzt kommt der Punkt, wo ich einfach losfahren muss. Hier vorne vielleicht? Ein bisschen rechts halten? Ja, das sieht mir erstmal besser aus. Ich versuche das. Oh, da ist aber rechts alles unter Wasser. Oh mein Gott. Egal. Nee, das gefällt mir nicht. Wir machen das anders. Wir machen das hier. Alter, krass. Ich will mich unbedingt hinstellen. Das ist hier, was ist das für ein Motorradfahren? Das ist nur Surfen. Alter, ich bin durch. Quasi. Aber ich muss das Ding auch mal hier machen. Weil ich will mal eben für mich herausfinden. Boah. Alter, ich bin hier nur am Rutschen. Ich fahre jetzt nochmal zurück. Ein bisschen. Alter! Komm, 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 komm.
das hier. Zurück wird einfacher. Ich dachte zurück, ganz entspannte Nummer, gar nicht, nicht besser. War krass, da war ich ja nur am Rudern. Da muss doch besser gehen, oder? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sobald ich im Stehen war, hatte ich noch weniger Traktion hinten. Deswegen habe ich mich immer auf den Soziussitz gesetzt. Aber das ist ja ärgerlich. Ich würde da eigentlich gerne einmal sauber durchfahren wollen. Aber ich glaube, das wird nicht. Ich will es nochmal gleich versuchen. Kurz ausruhen. Da schießt das tiefste Wasser hier aus. Oh, Alter, das ist ein bisschen viel. Einmal durchziehen. Alter, Alter, das ist nicht ohne, wird nicht besser, wird einfach nicht besser. Ich würde sagen, wir fahren. Alter, ey, wie oft habe ich Alter heute gesagt? Guck mal, wie tief mein Hinterrad jetzt drin steht. Na, geht noch, aber hier. An der Rille sieht man das. Ich dachte hier, weil das hier so trocken aussieht, kommen wir easy durch. Aber guckt euch mal die Rille hier an, die ich gezogen habe. Ab da vorne. Egal. Ich arbeite mich jetzt hier raus. Dann gucken wir uns mal das nächste an. Übrigens, falls einer fragt, wo ich gerade unterwegs bin, ne? Rumänien. Falls einer fragt, wo ich bin. Ui, wenn jetzt lang. Oh, wo denn jetzt lang? Hier oder was? Das war klar, das war klar. Kein Thema. Ich merke gerade, dass man unten mit den Füßen nicht an irgendwelchen Baumstämmen hängen kann. Boah, ich habe gar keinen Griff hinten. Boah, oh, das erste Mal oder was? Boah, rübergefahren, ey, ich werde nicht mehr, geil. Boah, alles hat überlebt, glaube ich. Nice, nice, nice. Sehr schön. Nächster Spot oder was? Heute geht gar nichts. Ich wollte jetzt ein bisschen zügiger mal fahren, aber. Nur aber. Halleluja am Rutschen, ey. Also, jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal,
was Traktion ist und was keine Traktion ist. Aber so merkt man halt auch schnell, da ist das Limit. Da brauche ich nicht mehr viel machen. Da kann ich höchstens immer versuchen, mit Körperverlagerung das irgendwie zu retten. Aber viel mit Grip ist bitte nicht. Ich glaube, hier muss ich wieder raus. Und jetzt kommt. Jo, klar. Eieieiei. Jetzt muss ich. Oh, hier ist der Mike. Ich bin hier nur am Schieben, ey. Oh. Alter, was geht hier ab, ey? Auf einmal sitzt man da wieder so 30 cm tief weg, ey. Hör mal. Boah. Alter. Ich glaube, wir brauchen nicht weiter rein. Hier ist auch wieder alles nass. Ich dachte, wäre besser. Das ist so geil, diese Challenge die ganze Zeit das abzufangen und so. Ist natürlich auch mega anspruchsvoll, aber das ist auch irgendwie geil. Das hilft mir natürlich alles, wenn es ein bisschen trockener alles ist. Besser. Oh, kommen wir da durch? Oh, nee, das könnte nicht. Alter, ich hatte gerade so Kopfkino, dass ich da einfach so das Vorderrad hochziehe, bam, rüberspringe, ey. Aber so, das glaube ich hätte nicht geklappt, das wäre anders geendet. Wenn ich keinen Grip am Hinterrad habe, kriege ich das Vorderrad auch kaum hochgezogen. Und das ist schon echt tief da. Hey Leute, ich tingle hier noch ein bisschen durch die Gegend, aber ich glaube, ich mache für heute Schluss. Das war auf der Suche nach einem Abenteuer Teil 1. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand es geil. Den Baumstamm, der auf einmal da lag. Die geile Allee oder was das da war. Die Waldschneise da war cool. Ich feiere das. Jetzt habe ich hier richtig anspruchsvolles Gelände, wo ich einfach die ganze Zeit am Austarieren bin und macht mir Laune. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zugucken. Schöne Grüße aus Rumänien und bis zum nächsten Video. Ciao.